Moin zusammen, meine Freunde. Ding Ding ist zu Besuch. Servus. Servus. Da ist er mit seinem E61. Warum? Der hat ja ein CEC-Navigationssystem bei sich drin. Und da werden wir nämlich heute diese kleine Erweiterungsbox einbauen. Das ist nämlich von eBay bzw. Andream die sogenannte CarPlay-Box. Viel Spaß beim Video. Los geht's. Bevor wir zum Einbau kommen, gucken wir uns das Gerät mal an. So sieht das Teil aus. Es gibt zwei verschiedene Varianten. Einmal mit HDMI oder ohne. Da kann man dann verschiedenste Sachen nochmal zusätzlich anschließen, wenn man es denn möchte. Man müsste eigentlich mal ausprobieren, ob beispielsweise ein PlayStation geht. Aber so Apple TV, also irgendwelche Zusatzgeräte, würde theoretisch gehen. Hier geht es aber im Fokus darum, dass man natürlich Handy und alles Mögliche überträgt. Wir haben hier einen CAN-Power-Anschluss, Antennenanschluss, USB-Kamera kann noch angeschlossen werden. Und hier, das sind die beiden Anschlüsse, die sind beim CIC-Navigationssystem relevant, das ist der LVDS-Out und der In. Das wird quasi zwischengesetzt und durchgeschleift. Ja, das ist schon alles. Und dann natürlich dementsprechend sind einige Kabel dabei. LVDS hatte ich ja gerade eben angesprochen, sind diese hier. Das hier müsste das externe Mikrofon sein, das dabei ist. Dann haben wir hier AUX-Anschluss, ne? Bei dem hier, zack, müsste der sein. Hier noch ein paar Kabelchen. Okay, natürlich den großen, ganz klar, den müssen wir reinhauen. Und das hier müsste die Antenne auch noch sein. Also für Wi-Fi. Legen wir los. Ja, der Ausbau, dafür eignet sich wunderbar so ein Kunststoffwerkzeug. Und dann hier mit dem hier, beziehungsweise erstmal hier relativ dünn, geht er in die Seite rein und fängt an, den hier hochzuhebeln. Dann habe ich das Ganze mit dem hier gemacht, sodass wir erstmal hier die Leiste rausnehmen können. So, ihr seht das. Wir müssen nämlich die Leiste hier vollflächig rausziehen. Hier aufpassen, hier sind Kabel dran, deswegen nicht komplett ziehen, genau. Nämlich hier vom Verschließen und auch von dem Anschluss für Warnblinker, so heißt es, genau. Also hier aufpassen, schön langsam machen und dann sitzt das frei. Das ist nämlich hier mit so richtig dicken Eisendingern hier reingesteckt und dementsprechend relativ fest. Also wenn ihr es das erste Mal löst, ist es ein bisschen schwieriger rauszuholen. Genau, der ist unten angeschlossen, da müsste der dicke Kabelstrang hingehen. Bei der Stelle eignet sich nämlich sehr gut eine Spitzzange, dass er den Stecker hier löst, zack. Das ist es nämlich, der ist nicht gedrückt, geklippt oder sonst was, sondern so reingedrückt. Und mit der Zange kommt er aber ideal dran und dann habt ihr den raus. Danach müssen wir hier komplett alles auseinandernehmen, rausholen. Kreuzschrauben haben wir hier und hier in der Position. Tschüss. Sie ist weg. Nachdem die zwei oberen Schrauben gelöst sind, muss man halt wirklich ein bisschen Kraft vorgehen. Und hier eignet sich natürlich wieder das Kunststoffwerkzeug, weil der ist hier unten relativ hart reingeklippt. Das seht ihr nämlich jetzt auch hier. Diese Klammern hier sind nass, die halten halt wirklich das ganze System richtig, richtig fest. So, und dann auf keinen Fall zu weit vorziehen, denn hier sind natürlich Klimaanlagen und alles Mögliche angeschlossen. Das heißt, den Stecker lösen, dieser hier, der wird über den grauen darüber gelegt und der hier mit dem. Und dann könnt ihr die rausziehen. Kannst du gerade mal gucken, ob du den kriegst. Genau, der wird gedrückt, seitlich. Dieses hier. Genau, und dann rausziehen. Zack. Der graue nach da runter, ja. Genau, erst den drücken und dann runter. Ja, und der, genau, und dann schiebt er sich nämlich raus, zack. Und bei dem auch hier an der Stelle erst drücken, du schiebst. Ach, das Teamwork. Das graue. Ja. So, dann haben wir den ab. Und dann kann erstmal die Bedienanleitung hier komplett weggelegt werden und dann kommen wir schon der Sache näher. Ne? Das ist schon hier Friggel ein bisschen. So, und dann müssen wir nämlich, ich glaube, dieses Teil hier lösen. Rabiat geht's weiter. Man muss jetzt hier auch noch diese untere Verblendung rausholen. Das ist ein bisschen anders als bei meinem Vorfacelift. Da seht ihr, man muss schon ein bisschen Kraft aufwenden, weil die halt so spack da drin sitzen. Besonders hier scheinen die wirklich noch nie ausgebaut worden zu sein, seit der Wagen mal von BMW zusammengesetzt wurde. So. Und es funktioniert nicht ohne Kunststoffwerkzeug. Also geht bloß nicht mit einem Schraubenzieher oder ähnliches hin, da versaut ihr euch hier alles komplett. Das würde ich auf gar keinen Fall machen. So ein Werkzeug verlinke ich euch mal unterhalb des Videos, kostet 20 Euro oder so. Das kann man für zahlreiche Sachen wie auch Türverkleidung und so weiter immer benutzen. Ja, jetzt ist er. Jetzt hat er verloren. Und jetzt kann man rausziehen, wenn man auf der anderen Seite noch hast. Zack. Jo. Schon krass, wie viel Kraft man aufwenden muss, ne? Also die sitzen halt... Vor allem ist ja nicht gerade so alles schön richtig fest, sondern noch was weicher, ja, ne? Mm. Wenn ihr habt, und das ist beim Fünfer ja meistens so, habt ihr natürlich eine Sitzheizung, die ist hier drüber angeschlossen. Dann müsst ihr hier auch noch
die Kabel von lösen. Genau, geht wunderbar mit der Zange. Zack. Also ein bisschen das Werkzeug macht das Ganze auf jeden Fall deutlich bequemer und einfacher. So dass wir jetzt in den Navi-Rechner erstmal kommen. Und der ist hier mit den vier Schrauben festgemacht. Die vier Schrauben vom Navi-Rechner raus. Zack. 1, 2, 3, 4. Und dann können wir den Rechner rausziehen. So, die Bedieneinheit hier oben mit den genialen Sensortasten, ich liebe die, ja, die hätte ich auch gerne bei mir. Da müssen wir jetzt gucken, ob wir das irgendwie hinkriegen. Genau, ich halte mal deinen Knüppel. Und jetzt musst du den irgendwie hin und her biegen, in der Hoffnung, dass wir ihn nach oben kriegen. Ganz schwierig. Ja, ging doch einfacher als gedacht, okay. So, und da haben wir die ganze Kabeleinheit, die Döns. Genau, leg das erstmal hin. Ich habe ein Tuch, warte mal. Als erstes packen wir jetzt den Navi-Rechner weg. Das heißt, alle Kabel müssen abgeklemmt werden. Hier haben wir das schon. Hier aber mit den LVDS-Checkern müssen wir das Ganze noch machen. Die sitzen sowas von Spack. Da müsst ihr echt aufpassen, genau. Zack, geht aber mit Zange oder mit dem Schraubenzieher ein bisschen hebeln. Ich bin eher der Zangenfreund, weil du dann links und rechts auf beiden Seiten die Kraft ausübst. Ja, perfekt. So, dann können wir den erstmal beiseite legen. Das nächste, was jetzt folgt, und ihr seht das schon, haben wir nämlich den Bereich hier abgeklemmt, weil man muss nämlich hier bei dem großen Kabelstrang auch noch einen iDrive-Controller anschließen, sonst funktioniert das alles nicht. Ist beim CEC halt doch noch mal ein bisschen aufwendiger, hier den Bereich auseinandernehmen. Hier sind vier Torx-Schrauben, was ist das, Größe? 20? 15? 20. 20er Torx, also die vier müssen raus, ist okay. Und damit wir den Teil hier abnehmen können und dann hier das Ganze anschließen. Ja, um die Mittelkonsole hier auszubauen, wieder mal das Werkzeug. Zack, hier Schritt für Schritt, hier drüben haben wir es schon gelöst. Ich hatte vielleicht natürlich gesagt, vier Schrauben, es sind drei Torx-Schrauben hier. Dort sitzt nämlich keine. Zack, sehr gut, da war auch geklippt. Ja, und dann immer Stück für Stück, schön vorsichtig, müsst ihr hingehen und das Ganze so anheben, damit wir da an die Kabel und alles dran kommen. Vorne an den iDrive-Controller dran zu kommen, ist ein bisschen aufwendiger. Ne? Jetzt hier mal das komplette Teil, diesen Käfig hier rausgenommen. Einfach gucken, welche Schrauben wo sind. Die müssen alle raus. Aber das ist immer noch nicht perfekt. Irgendwo hier läuft ja das Kabel. Nicht, dass der hier hinten noch irgendwo geschraubt ist. Das müssen wir jetzt mal gucken. Ja, nächste Position. Leute, haben wir auch nicht mitgerechnet, dass man hier so viel jetzt abschrauben muss. Ganz kleine Ratsche von HZ passt hier optimal, um nämlich mit einer 10er, ne? 8er oder 10? 10er Nuss dran zu kommen. Da sitzen sie nämlich, zwei Stück. Ich hoffe, das sind die letzten Parts, die wir lösen müssen. Okay, wir haben jetzt hier die Konsole soweit raus und hier unten liegt auch das Kabel. Das habe ich gerade abgemacht beim iDrive-Controller und theoretisch, wie ich es verstehe, müsste das angeschlossen werden. Wir zeigen euch gleich nochmal die ganz genaue richtige Verkabelung. Jetzt kommt aber ein Zwischenschritt, den ihr auf jeden Fall nicht vergessen dürft. Das Mostkabel hier. Das ist so ein dickes schwarzes hier in so einer Verkleidung und ein grünes. Grüne ist außen. Zack, das ist nämlich im Originalstecker hier belegt und in dem Nachrüststecker nicht. Das heißt, ihr müsst aus dem Originalstecker das Ganze rausholen, diesen Stift, hier einsetzen, ne, damit der hier drin ist und die Verbindung bekommt. Ist relativ einfach mit einem Schlitzschraubendreher. Ich meine, hier an der Seite musst du einmal reingehen und dann kannst du den relativ easy rausziehen. Wird der durch die Nase leicht gehalten. Ja. Ein kleiner Feinmechaniker Schraubendreher, oder wie der heißt, eignet sich da. So, geh du noch mal rein, dann ziehe ich. Ja, ich brauchte doch zwei freie Hände. Ne? Also ich meine, man kann den nicht falsch rum jetzt einsetzen, dass man jetzt irgendwie dreht. Aber zum Hinweis, grün ist die Außenseite. Und wenn Ding Ding jetzt so lieb ist, nimmst du mal hier den neuen Stecker. Ne, sorry, der andere Seite, den hier. Da muss er nämlich jetzt rein, weil der wiederum ja jetzt ins Navi eingesetzt wird. Außenseite, grün oben. Genau, also einfach reinstecken, das ist nichts Besonderes. Muss ein bisschen näher dran. Genau, und jetzt wird das Kabel nämlich auch kürzer, weil das halt für diese Länge ist und nicht für diese Länge ausgelegt ist. Das, ah, ich erinnere mich. Ja, ja, da kommen böse Erinnerungen raus. Jetzt guck mal, ob du das noch ein Stückchen weiter rausziehen kannst aus dem Ding. Genau, der ist schon dran. Ja, beim Durchschleifen müsst ihr nämlich jetzt hingehen und dieses neue Kabel hier mit dem Originalstrang einmal verbinden. Und die Stecker, ich finde die wirklich geil. Das ist natürlich platzraubend und alles, ist wenig Platz hier, dann wird nachher auch noch ein Kampf. Aber die funktionieren halt sehr geil mit dieser Klappfunktion, sag ich mal dazu hier. Da hat sich BMW was wirklich Geiles ausgedacht, sodass wir jetzt hier hingehen und den drauf und dann
mit dem Hebel rein und dann zieht er sich fest. Also gehen wir erstmal auf die Verkabelung jetzt komplett ein. Wie funktioniert das? Wir haben hier einmal ein rosanes Kabel. Das rosane Kabel kommt oben vom Display. Das wird jetzt hier wiederum in die Box, in den LVDS-Out einmal eingesteckt. Das ist hier dieser Part. Als nächstes in den LVDS-In kommt dieser grüne Stecker. Ihr könnt das eigentlich auch nicht vertauschen, weil der ist hier grün und auch hier ist der pink und dementsprechend passen die Stecker so rein. Und dieser grüne muss in den pinken Port hier rein. Genau, zieh das mal gerade ein Stück raus, da sieht man das nochmal besser. Da muss der rein. Das bedeutet einfach, wir schleifen ja dieses Teil hier einfach nur dazwischen, um es mal so auszudrücken. Dann haben wir auch noch angeschlossen USB-Kamera, auch wenn der Wagen hier keine Kamera hat. Man kann Front- und auch Rückkamera nachrüsten. Warum ist das relevant für ein Ding-Ding? Weil hier ein USB-Anschluss dran ist und Android Auto läuft über USB, USB-C-Kabel und das wird dann einfach ans Handy angeschlossen. So simple it is. Ganz wichtig nochmal, auf jeden Fall hier diesen grünen, schwarzen Most aus dem Originalstecker rausholen und in den Port hier einstecken. Ein ganz wichtiger Punkt hier bei der Box sind diese Toggle-Switches, also so ganz kleine Knöpfe, die ihr jetzt hier sehen könnt. Und die sind standardmäßig alle oben. Da müsst ihr bei eurer Einstellung und vom Fahrzeug, je nachdem was für eine Ausstattung hat, genau nachgucken. Und ich denke, es lag keine Bedienungsanleitung krasserweise dabei. Wir haben es jetzt so durch Ausprobieren hinbekommen, wie es richtig eingestellt ist für dieses Fahrzeug. 4 Pinne nach oben. Habt ihr jetzt den einen oder anderen Pin oben oder unten und ihr bekommt Fehlermeldungen im Display oder auch sonst wo vorne oder der Scheibenwischer läuft einfach mal so, wie ihr lustig seid, dann ist definitiv was mit diesen Toggle-Switches nicht richtig eingestellt. Das zeigen wir euch nämlich jetzt hier auch nochmal, was es da für Fehler gab. Wir sind nämlich jetzt hier hingegangen, haben alle 4 kurz nach oben geklickt und wenn wir jetzt die Zündung hier einschalten, dann seht ihr diese zahlreichen Meldungen schon. Hier Getriebe gestört, Elektronikfehler, alles mögliche. Gerade lief der Scheibenwischer, ohne dass einer am Scheibenwischer dran war. Ja, hier. Und hier. Tut sich nichts. Siehst du? Also da nicht verwundern, das liegt definitiv daran, dass diese Toggle-Switches hier nicht richtig eingestellt sind. Du kannst das ja mal parallel jetzt vorführen. So, Ding Ding geht jetzt mal testweise hin und schaltet jetzt, während dieser Scheibenwischer läuft, die Fehlermeldungen hier nur so prasseln und das Gerät auch nicht funktioniert. Hier einfach mal Toggle-Switch 1 nach unten, Toggle-Switch 2, guck mal, Scheibenwischer hört schon auf. Da ist noch eine Fehlermeldung, da kommt auch noch eine Fehlermeldung bei der zweiten, aber der war wohl zuständig irgendwie mit für den, Scheibenwischer? 3. Jetzt haben wir hier noch Rückhaltesystem gestört. Okay, und jetzt auch noch den 4. Jetzt kommt der Scheibenwischer wieder. Also da muss man auf jeden Fall, wenn man keine Anleitung hat wie wir, ein bisschen rumprobieren, ausprobieren und guckt euch das an. Wir haben hier nichts geändert. Hier, Scheibenwischer hat aufgehört. Jetzt ist hier keine Fehlermeldung mehr da. Getriebestörung weg, weil hier umgeschaltet wurde, die ersten 4 Pins sind unten. Also da auf jeden Fall gucken und ansonsten ja, funktioniert jetzt auch das Display. Also ihr seht ja jetzt das normale Menü, welches wir standardmäßig haben, ne? Mit den ganzen Fahrzeuginfos, was es alles gibt, was man benötigt bei den Fahrzeugen, bei den BMWs und dementsprechend, das bleibt auch vorhanden. Wir haben jetzt zusätzlich die Möglichkeit, über den Menü-Button hier 2 Sekunden gedrückt halten und da hört man so leichtes Klicken. Und das ist das Originalmenü. Wenn man jetzt beispielsweise ein iPhone anschließt, zeige ich euch jetzt. Okay, wie ihr sehen könnt, mein iPhone, Ding Ding hat keins, Ding Ding hat ein Android, ist jetzt hier verbunden mit dem System. Und wenn ich nämlich jetzt hier am Controller drehe, der wird 1:1 komplett übernommen. Hört ihr im Hintergrund, wenn ich jetzt hier drehe, dass das Ganze funktioniert. Und hier, Apple CarPlay brauche ich euch nicht ausführlich zeigen. Das kennen die meisten von euch. Zack, Spotify, da sind die letzten Lieder drin, was man so gehört hat, gemacht hat. Google Maps funktioniert genauso. Ich kann hier meine Messages abrufen. Also nicht wundern, das ist auf Englisch, weil ich mein iPhone und alle Geräte habe ich immer auf Englisch. Natürlich symbolisiert der das dann auch rüber auf Deutsch, wenn ihr es so habt. Also das funktioniert wirklich perfekt, gar kein Problem. Einige Funktionen sind auch hier drüber bedienbar. Das ist beispielsweise die Lautstärke. Die kann man natürlich hier drüber laufen lassen. Die Telefontaste funktioniert. Dann hast du einen sehr, sehr geilen Knopf, wenn du ein iPhone hast. Hast du ein iPhone? Nein. So, dann drückst du nämlich auf diesen hier und dann kommt eine Siri.
Und dann kannst du die ganzen Siri-Funktionen natürlich ebenfalls nutzen. Das ist halt wirklich sehr, sehr geil. So, und wenn wir jetzt hier wieder weg sind von meinem iPhone, dann gehen wir nämlich hier in die Originaleinstellungen. Ne, sehen wir hier alles. Und einmalig müsst ihr hingehen, unter Wireless Dev macht ihr das. Verbindet ihr einmal euer Smartphone, und das haben wir mit dem vom Dingling gemacht. Und wenn er nämlich das Gerät, das Android-Gerät, jetzt hier per Kabel anschließt, dann connectet sich auch das Gerät hier automatisch. Muss man natürlich die ganzen Sachen bestätigen, was da so hochpoppt. Bei Android Auto bislang funktioniert da nichts automatisch. Allerdings haben wir das eigentlich in der Einstellung gemacht. Nichtsdestotrotz, wenn es nicht klappt, Wire Auto, also Kabel Auto heißt das hier. Wenn wir darauf klicken, sagt er, verbinden Sie Ihr Phone. Das haben wir bereits gemacht. So. Und dann klickt es hier auch und zack, wir bekommen hier direkt eine Verbindung aufgerufen. Sehen, hier läuft jetzt beispielsweise Musik. Wir haben keine Kartendarstellung, keine Ahnung wieso, das hat noch nicht funktioniert, weil das Gerät hat ja Empfang, also Internetempfang ist vorhanden. Deswegen weiß ich noch nicht genau, woran das liegt. Aber ansonsten Android Auto, ich bin iPhone-User, ich bin iPhone-Fan, auch wenn ich das hier sehe, ich finde es vom iPhone her deutlich besser. Aber nichtsdestotrotz, auch hier funktioniert natürlich der Controller, das ist kein Problem, und ihr habt da die zahlreichen Funktionen und Möglichkeiten, alles hier an verschiedenen Apps und so weiter zu benutzen, was ihr auch immer braucht und haben möchtet. Also es ist schon eine sehr, sehr geile Box, macht Spaß. Wiedereinbau, ihr seht das schon, Kabel sind ein bisschen gestreckt. Klar, die werden natürlich gleich kürzer, wenn man den hier wieder reinstecken, beziehungsweise länger, so rum. Warum? Was haben wir hier gemacht? Wir wollen die kleine Einheit, wo hast du sie hingelegt? Da ist sie. Die wollen wir hier hinter oder vielleicht an diese Position machen, denn, ich weiß nicht, ob ich das filmen kann, aber da ist ordentlich viel Platz, wie ihr sehen könnt. Sollte keine Probleme geben oder ähnliches, genauso auch hier von der Seite zu sehen. Ja, komm ich mit der ganzen Hand rein, also wirklich gar kein Problem. Die Kabel aus der Richtung hier, haben wir die Öffnung hier oben hochzulegen und hier rein, so dass das Gerät dahinter sitzt. Ein bisschen Schaumstoff drum oder mit ein, zwei Kabelbindern vielleicht befestigen. Sowas in der Richtung. Und Schaumstoff, damit es halt nicht klappert. Das ist alles. Ja, und jetzt setzen wir den rückwärts rum wieder ein. Okay, geiler kannst du es wirklich nicht einbauen hier in der Position. Ne? Das ist doch wirklich ideal. So, und jetzt, bevor man alles zusammenbaut, nochmal überprüfen, ob auch alles richtig angeschlossen ist. Das machen wir und dann geht's wieder. Okay, Zusammenbau. Relativ easy bislang. Kommt auf den wichtigsten Part gleich an. Wird das Navi reinpassen, weil wir haben ja hier den verbundenen Stecker und diesen großen Anschluss, also den CAN-Bus. Und den habe ich jetzt hier ganz elegant mal hinten reingeschoben. Das hat wirklich ideal gepasst. Das ist anders beim Facelift als bei meinem. Da ist eine richtig schöne Ausbuchtung. Könnte wirklich funktionieren. Man muss hier halt wirklich ganz genau schauen. Man braucht hier wirklich so ziemlich jeden Zentimeter, damit das nachher gleich reinpasst. Müssen wir natürlich gucken, ob wir den dann so gleich überhaupt angeschlossen bekommen. Werden wir nicht, den werden wir nämlich nochmal rausnehmen müssen. Und das Ding dann in die Position da hinten reinkriegen, auch schwierig. Ja, aber das kriegen wir schon hin. Ja, ihr seht das, wir kommen Schritt für Schritt hier weiter. Und dann muss man so ein bisschen hier und da, ja, Mitgefühl reinhauen. Und jetzt hier wieder diese drei ominösen Schrauben rein. Und dann geht es hier in den Bereich wieder. Ja, alles rückwärts einbauen. Achtet darauf, dass keine Kabel eingeklemmt sind oder ähnliches. Das ist wichtig. Und legt euch die Kabel auch schon so, wie ihr sie gleich benötigt. Beispielsweise jetzt hier im unteren Bereich für Zigarettenanzünder. Genauso wie auch für die Sitzheizung. Und dann natürlich hier oben die Kabel. Und die Kabel hier natürlich ganz nach oben machen für Lüftung. Und Warnblinker war das. Kabel soweit komplett angeschlossen. Jetzt geht es daran. Rein in der Olga, reinschieben und, wo sehe ich, Ding gerade an der Woche, das Teil jetzt hier schön hinten richtig positionieren. Ja, hätten meine Hände sehen gleich nicht mehr so aus. Leute, das ist Rekord. Ich glaube, so 5 Mal oder so haben wir gebraucht. Der Trick ist, nehmt euch wieder hier gute Kunststoffwerkzeug und von hier oben haben wir noch so ein bisschen rübergehebelt, quasi den Stecker, den wir ausgemacht haben, dass man den links positionieren kann. Schieb mal, versuch mal richtig dran zu schieben, weil der muss ja hier oben in die Löcher rein. Und hier unten muss der relativ bündig anliegen. 100% perfekt ist noch nicht. Ja, da merkt man schon. Es ist eng. Eng in der Olga. Ich würde nochmal einen Ticken ausziehen, nochmal ein bisschen versuchen hier. Oder man macht es nach der Ding-Ding-Variante. Ja, das Problem ist, wenn der halt nicht wirklich ganz plan aufliegt, dann passt deine Verkleidung hier nicht. Ja, da hat sich BMW schon was gedacht, um uns zu ärgern.
Mal gucken. Ich will ja aber nicht hier drauf drehen. Wir haben jetzt gerade noch mal ein bisschen hin und her gewackelt und gerüttelt. Scheint zu passen. Ne? Wichtig ist, dass hier kein Abstand oder ähnliches dazwischen ist. Haut so weit hin. Wichtig, bevor jetzt alles komplett zusammengeschraubt und zusammengesetzt wird, nochmal starten, ausprobieren, gucken, ob es noch funktioniert. Ganz wichtig, nicht überbrochen zu nehmen, sonst geht's nicht. Denn wenn ihr alles zusammengebaut habt und dann stellt ihr fest, bei diesem Rütteln und mit dem Rein- und Rausziehen ist der Stecker hier irgendwie auseinandergegangen. Das wäre Käse. Macht das auf jeden Fall nicht. Da auch unbedingt überprüfen. So, da sehen wir. Gehen wir auf den Menu-Button. Gucken, ob der kommt. Ah, okay, ich dachte schon. Okay, das sieht gut aus. Perfekt. Glück gehabt. Ja, reagiert auch. Wunderbar. War kein Problem. Alles soweit. Nein! Nein, wir müssen es noch zugeben. Passt auf jeden Fall auf, dass die Kabel an der richtigen Stelle liegen. Per Insta hat man das damals auch gezeigt. Dementsprechend hier natürlich, Sitzheizung muss angeschlossen sein, ganz wichtig. Ihr könnt die Kabel nicht vertauschen, weil das spiegelverkehrte Kabel quasi sind, also von den Steckern her. Jetzt muss noch die Lüftungssteuerung hier oben rein. Das sind 4 Kabel insgesamt, wenn ich es richtig im Kopf habe. Sprich, hier der blaue, der schwarze, da der andere schwarze. Das waren 3, ne? 3 oder 4? Waren 4, habe ich doch gesagt. Der nämlich auch noch. Für die Umluft, glaube ich, ist der. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Genau, und bei den Steckern immer schön aufpassen, dass die vorher komplett offen sind über diese Klammer, die graue. Genau, halt gegenteilig, wie wir das gemacht haben. Der ist falsch. Der muss unten durch. Genau, darauf auch achten. Die Kabel müssen, oder? Ja, unten durch. Genau, die müssen hier durch. Genau, weil hier oben ja die Lüftung so drüber kommt. Also da auf jeden Fall ein bisschen mitdenken, Herr Dingling. Genau, alle da durch. Und dann kurz anklipsen, reinklipsen, das kennt man ja. Das ist jetzt nichts Besonderes. So. Wir sind fast durch, Leute. Wie ihr sehen könnt, nur noch die Leiste oben muss rein. Genau, links anfangen, darüber. Hier hatten wir jetzt für den Schlüssel, genauso wie für, also für Schloss, genauso wie für den Warnblinker noch eben das Kabel angeschlossen. Und dann drauf und mit einem beherzten Schlag. Ja gut, wunderbar. Und dann ist der drin. So sieht das wieder schön aus. Das war jetzt schon ein bisschen längere Arbeit. Okay, jetzt natürlich hier final nochmal umschalten, nochmal gucken. Zack, das geht über den Menü-Button, wie ihr gerade schon gesehen habt. Und jetzt hier alles vorhanden, alles funktioniert. Musik haben wir gerade getestet. Wunderbar. So funktioniert der komplette Umbau bei dem System. Okay, Freunde, Fazit und hier nochmal so ein kleiner Überblick. Also ihr seht, man hat hier komplett das Originalsystem jetzt noch drin, was natürlich wichtig ist, gerade für Inspektionen und auch Fehlermeldungen und alles. Dafür ist ein CEC ja ein super Navi. Und jetzt hier hingehen, einfach kurz gedrückt halten. Zack, schaltet der kurz um auf das System und Ding Ding hat jetzt hier auch per Wireless schon Empfang. Warum auch immer, anfangs ging es ja nur hier mit dem USB-C-Kabel, einfach jetzt funktioniert es auch per Wireless beim Android Auto und genauso natürlich bei mir vorhin beim iPhone hat sowieso schon funktioniert, direkt per Apple CarPlay, per WLAN, respektive auch per Bluetooth. Das funktioniert, da braucht man ja beide Kanäle und dann habt ihr hier wirklich zahlreiche Möglichkeiten, was ihr alles machen könnt. Habt ihr ja gerade auch gesehen. Ich verlinke euch diese Box. Es ist ein bisschen aufwendiger, das Ganze einzubauen, das ist ja klar. Aber ne, die sitzt jetzt hier hinter dieser Position. Wirklich eine geile Position, wie ich finde, die wir da gefunden haben. Und von daher, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn so ist, Daumen nach oben. Guckt euch die Box gerne an. Ich verlinke sie unterhalb des Videos. Ding Ding sagt Tschüss. Tschüss. Haut rein, bis zum nächsten und ciao.